begrüße recht herzlich zwei hervorragende Männer. Der eine schreibt, hat sogar ein Buch geschrieben, Himmel auf Erden. Das ist Stefan Wehmeyer, der Chef von der Firma Audio Optimum. Der zweite, Bernd von Strahlen, Musiklehrer. Und außerdem ist er noch Ernährungsberater. Wir befassen uns heute mit dem Thema Wirtschaften ohne Politik. Und dazu gleich folgende Frage an beide Herren. Was hat Sie dazu bewogen oder wodurch sind Ihre Erkenntnisse entstanden, sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, dass Sie also glauben, wir brauchen eine Wirtschaft ohne Politik? Dann fange ich mal an. Ich bin mehr oder weniger zufällig. Der Anlass, mich überhaupt mit natürlicher Wirtschaftsordnung, überhaupt mit Wirtschaft zu beschäftigen, war eigentlich damals indirekt gegeben, weil ich ursprünglich auf die Gesellschaft für Gesundheitsberatung gestoßen bin, etwa 1986, durch eine Ernährungsumstellung meiner Mutter. Und das war wieder Anlass der plötzliche Tod meines Vaters. Und habe ich dann festgestellt, ich kann ja gar nicht kochen und so weiter. Ich war relativ jung. Ich habe gedacht, oh, dann gehst du mal zu der Gesellschaft hin. Meine Mutter hatte die Küche, die Ernährung umgestellt und ich fand das gar nicht so prickelnd am Anfang. Und hinterher habe ich allerdings gedacht, oh, da sagte ja, der Tod meines Vaters, die Krankheit, Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstand, das könnte mit der Ernährung zu tun haben. Da gibt es einen Arzt, einen Dr. Broker und so weiter. Und ich fand das interessant. Ne? Ich habe gedacht, Moment mal, das hört sich jetzt komisch an, da müsste ja jeder wissen, wenn das so wäre. Und dann habe ich mich dafür interessiert, habe ich mir das Buch gekauft hier. Vielleicht kann man das mal in der Kamera kurz zeigen. Das Buch Unsere Nahrung, unser Schicksal. Das ist auch eine Ausgabe von, ich glaube, 1985 oder 1986. Und das habe ich dann, ist ja relativ leicht lesbar, habe ich in der Woche weggelesen. Dann war mir auf einmal klar, oh ja, da ist ja eine Wahrheit drin, die nicht verbreitet ist. Das war für mich ein Schock eigentlich. Ich habe immer gedacht, dass die Dinge, die irgendwie einfach so und so wären, dass die auch die Masse wissen würde. War für mich eigentlich klar. Und das war dann neu. Und dann bin ich da mal hingefahren, beziehungsweise ich habe mir die Zeitschrift dann von dem Verein bestellt. Die heißt die Zeitschrift für Gesundheitsberatung. Und in dieser Zeitschrift schrieb damals Helmut Kreuz über, warum wird die Wirtschaft immer schlechter. Er hatte so verschiedene Überschriften, immer so auf einer DIN A4-Seite einen Artikel. Und den fand ich auch interessant. Und den habe ich dann irgendwann beim Verlag, bei dem Emo-Verlag da angerufen, habe gefragt, Moment mal, wer ist das Helmut Kreuz? Na ja, das ist ein Wirtschaftspublizist in Aachen, sitzt der. Telefonnummer habe ich ihn angerufen. Er sagte, ja, wir haben demnächst ein Seminar über Wirtschaft, das mache ich hier in Trier. Da kommt dann einer von der Deutschen Bundesbank hin, der macht einen Vortrag, ich über ein ganzes Wochenende und da kann man sich nur anmelden. Das war, glaube ich, 1989 gewesen und dann habe ich mich da angemeldet und habe ihn Helmut Kreuz kennengelernt. Der Hilmar Asche hieß, glaube ich, damals der Volkswirt von der Deutschen Bundesbank, der zuerst einen Vortrag hielt, wie die Deutsche Bundesbank arbeitet, wie die Geldwertstabilität erreicht wird und so weiter und so fort. Und einen Tag später sprach der Helmut Kreuz praktisch dann. Da habe ich den ersten Mal kennengelernt. Jetzt die, so bin ich darauf gekommen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Ja. Und ich will jetzt nicht zu lange machen, über Helmut Kreuz bin ich dann praktisch drauf gekommen. Habe ich mich natürlich für interessiert, gibt es auch politische Kräfte, die sich jetzt, mir war ja schnell klar, dass es um eine Geldreform gehen würde, dass da was Grundlegendes geändert werden müsste und ob es da eine politische Kraft für gäbe. Und dann wurde mir dann die FSU genannt von Helmut Kreuz, die wäre aber politisch unbedeutend, die würde in Essen, da gäbe es einen Willy Schmühling und an den könnte ich mich mal wenden. Und dann bin ich irgendwann nach Essen gefahren und war alles so 1988, 89 rum und der Willy Schmühling dann hat mir, ich habe nur gefragt, wer, da redeten dann zig Freiwörter auf mich ein, da habe ich dann gesagt, ja, wer ist denn jetzt der Häuptling und was ist das Hauptwerk von dem Häuptling? Ne? Und dann wurde gesagt, ja, dann ist hier natürlich die Wirtschaftsordnung von Gesell und der Willy Schmühling war so bereit, mir dann ein Exemplar zu leihen, was ich bis heute habe irgendwie, so meine Arbeits-NWO. Und das habe ich dann auch relativ schnell gelesen und dann war mir auch klar, oh ja, da ist ja noch ein zweites wichtiges Feld, ist nicht nur mit der Gesundheit, dass da was falsch läuft, sondern eben auch mit der Wirtschaft. Ne? Und so kam ich in diese Kreise dann so rein. Auf diese Art und Weise bist du
bist du da reingekommen? Wirtschaft reingekommen. Genau. Ich ganz da anders ist es, glaube ich, beim Stefan gelaufen. Ja, richtig. Also bei mir war es sozusagen umgekehrt. Das heißt, auf die gesunde Ernährung hat mich dann erst später der Bernd gebracht. Und ich bin also zuerst erstmal im Internet, das war 2004, ich weiß nicht mehr, welche Internetseite das war, auf die natürliche Wirtschaftsforschung geschrieben. Ich halte das mal hoch. Das ist hier eine schöne Ausgabe aus dem Jahr 1949. Die natürliche Wirtschaftsordnung von Silvio Gesell. Das Werk, die Erstveröffentlichung war 1916. Und ich bin dann 2004 im Internet drauf gestoßen und mir war sofort klar, ich hatte mich schon als Jugendlicher, ich bin von Haus aus Ingenieur oder Entwicklungsingenieur, beschäftige mich mit Elektronik, mit Audiotechnik, was man hier auch so sieht. Da habe ich schon früh mit angefangen und so in meinem Wirtschaftsleben habe ich dann auch festgestellt, dass da einiges sehr unrund läuft und dass auch eigentlich immer die falschen Leute das Geld verdienen. Also eigentlich nicht die, die wirklich was leisten und die kreativ sind, sondern die, die anderen was aufschwatzen können. Und das also generell, dann habe ich mich auch schon in frühester Jugend, ich habe sehr viel Science Fiction gelesen, populärwissenschaftliche Werke und so weiter. Und wo andere sich immer darüber beschweren, dass die technische Entwicklung doch viel zu schnell ist und so weiter, habe ich immer das Gegenteil gesehen und habe mir schon als Jugendlicher gesagt, hier passiert einfach nichts, wir müssten schon viel weiter sein. So, und dann bin ich dann 2004 im Internet auf Silvio Gesell gestoßen. Hab dann erstmal, was Bernd eben schon erwähnte, auch das Werk hier von Helmut Kreuz, das Geldsyndrom. Das hatte ich mir eine ältere Ausgabe als PDF im Internet runtergeladen, habe ich erstmal sofort durchgelesen. Da wurde mir schon einiges klarer. Und habe mir dann natürlich auch das Werk von Gesell bei einer Buchhandlung bestellt. Das Werk gelesen, ja, und da wurde mir dann einiges klar, eben was in der Wirtschaft nicht funktioniert. So, und dann stellt man sich natürlich die entscheidende Frage, warum ist die natürliche Wirtschaftsordnung nicht schon längst verwirklicht? Denn man muss sich vorstellen, die natürliche Wirtschaftsordnung, man kann sie erstmal charakterisieren, es ist eine freie Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Im Grunde die ideale Makroökonomie, die kapitalistische Ausbeutung abstellt, die Zinsumverteilung von der Arbeit zum Besitz. Und die gleichzeitig absolute soziale Gerechtigkeit und maximale Freiheit ermöglicht und die Politik überflüssig macht, weil die natürliche Wirtschaftsordnung zu einer vollständigen Selbstregulation führt. Und bis heute ist dieses Werk, was man als das Wichtigste, um nicht zu sagen, einzig wichtige makroökonomische Grundlagenwerk bezeichnen kann, ist bis heute an Universitäten unbekannt. Das heißt, auf einer Universität, wenn man da VWL studiert, dann studiert man eigentlich nur, wie die Wirtschaft nicht funktioniert und hat von diesem Werk noch nie etwas gehört. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ja, warum weiß das keiner? Wenn man dann auch versucht, es anderen begreiflich zu machen. Silvio Gesell selbst hat über sein Werk gesagt, es besteht ja doch nur aus einer Reihe banalster Selbstverständlichkeiten, was auch stimmt. Das heißt, im Grunde ist jedes durchschnittlich intelligente 12-jährige Schulkind in der Lage, das Werk zu verstehen. Aber ein VWL-Professor, der versteht es nicht. Und ein Politiker, der versteht das auch nicht. Und man kann generell sagen, je höher die sogenannte gesellschaftliche Position in unserer Gesellschaft, desto weniger wird das Werk verstanden. Und wenn man das Werk verstanden hat, dann weiß man auch, dass ein VWL-Professor weniger von Wirtschaft versteht als der dümmste Bauer. Und auch ein Politiker versteht weniger als der dümmste Bauer. So, und man stellt sich die Frage, warum gibt's das nicht schon längst? Hätten wir die natürliche Wirtschaftsordnung seit 100 Jahren, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie weit wir heute entwickelt wären. Nur mal als Beispiel, Arthur C. Clarke, der Autor von 2001 Odyssee im Weltraum, hat 1968 im Vorwort geschrieben,
Man bedenke, es handelt sich nur um einen Roman. Die Wahrheit wird, wie stets, weit erstaunlicher sein. Wenn wir nun rückblickend auf das Jahr 2001 zurückblicken, dann war es verglichen mit dem, was im Film gezeigt wurde, der 1968 produziert wurde, erbärmlich vom wissenschaftlichen Stand her. Hätten wir, nur mal als Beispiel, ab 1968, wo der Film produziert wurde, die natürliche Wirtschaftsordnung verwirklicht, dann wäre das Jahr 2001 erstaunlicher gewesen als im Film dargestellt. Ja, das ist folgende Frage. Wir haben bis heute keine soziale Gerechtigkeit. Das empfinden sehr viele. Wir haben einen Sozialstaat, der das aber in keiner Weise ausgleicht. Was ist die eigentliche Ursache der nicht vorhandenen Gerechtigkeit? Auf der einen Seite gibt es ganz wenige Menschen, die unvorstellbar viel Geld bekommen, in den seltensten Fällen verdienen. Und auf der anderen Seite haben wir in diesem kleinen Land, Bundesrepublik Deutschland, Millionen Menschen, Hartz-IV-Empfänger, betroffen etwa 3 Millionen Kinder, die von Armut bedroht sind. Und was ist die Ursache? Wenn wir doch auf der einen Seite jede Menge Politiker haben, wir haben in diesem Land ein paar tausend davon, wir haben in Brüssel auch eine gewisse Politikerkaste, und trotz alledem haben wir diese Ungerechtigkeit. Bernd, würdest du das erklären? Ja, ich würde es so erklären, um auf den Kern zu bringen. Es ist eigentlich, ich versuche es mal rein geldtechnisch zu erklären, so wie ich das verstehe. Und zwar, es reicht tatsächlich aus, wenn der Geldumlauf zwangsläufig ist und nicht irgendwie wie heute zufällig abläuft. Um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Das heißt also, dass der Geldumlauf gesichert ist. Der muss gesichert sein. Der muss tatsächlich gesichert sein. Warum muss der gesichert sein? Weil nur der Geldumlauf letztendlich die Nachfrage erzeugt, nicht nur nach den Produkten, sondern auch nach den Arbeitskräften, die dahinter stecken. Das heißt also, man kann sagen, umlaufendes Geld ist fleischgewordene Nachfrage. Ich glaube, so ähnlich hat das Silvio Gesell auch mal irgendwie ausgedrückt. Und das ist eigentlich der Kern. Der Kern ist unheimlich einfach. Und ist die Gefahr, glaube ich, immer groß, dass man darüber hinwegredet irgendwie. Ne? Und es ist wirklich nur die eine Geschichte. Es sind eigentlich zwei Aspekte. Ich habe mich ja viel mit der Technik der Umlaufsicherung beschäftigt. Und es sind eigentlich zwei Dinge. Einmal die Umlaufgebühr ist der Kern mit dann der direkten Geldmengensteuerung. Die beiden Sachen zusammen, die dann den Konsumgüterpreis stabil halten. Ja, aber mehr ist es nicht. Das ist wirklich das eben, jetzt mal von der Bodenreform abgesehen, das ist nochmal ein extra Thema. Es sind ja, heißt ja Geld Freiland und Freigeld bei Gesell. Und aber im Geldbereich ist die Sache eigentlich klar. Und das sind wirklich zwei Dinge. Das ist einmal die Umlaufgebühr sorgt dafür, dass der Umlauf des Geldes stetig ist. Mhm. Und diese Stetigkeit erlaubt dann die direkte Anpassung der Geldmenge an die wirklichen volkswirtschaftlichen Bedürfnisse. Würde ich das. Du hast eigentlich das Stichwort schon gegeben, Grund und Boden. Ist ja ebenfalls ein Ausbeutungsobjekt. Da gibt es so einige Leutchen, die meinen also, wenn die Wohnungen und die Immobilien verstaatlicht sind, dann wird alles besser. Was sagst du dazu? Wenn die, jetzt muss ich noch mal ganz kurz, die Immobilien und der Boden verstaatlicht. Die Immobilien verstaatlicht, weil die machen ja keinen Unterschied. Ja. Zwischen dem Boden und... Ach, richtig, genau, richtig, ja. Also der Boden sollte wirklich verstaatlicht sein, die Immobilien eben nicht. Da muss eben getrennt werden. Es gibt da Vergleiche, die Kirchen, soweit ich weiß, die haben teilweise riesige Bodeneigentum, was sie dann an Privatleute verpachten, praktisch nach dem sogenannten Erbpachtrecht auf 99 Jahre. Und das ist eigentlich auch die Lösung. Nur, dass das Wohneigentum dann nicht mehr bei der Kirche, sondern beim Volk ist quasi. Ne? Das ist dann der Unterschied zur natürlichen Wirtschaftsordnung, ne? Im Vergleich zum heutigen Zustand. Das heißt, unter der Voraussetzung, wenn ich das also richtig höre, wir würden das Geldumlauf sichern. Richtig. Und gleichzeitig Grund und Boden nicht mehr als Handelsobjekt betrachten, sondern Grund und Boden gehört in die Hände des Staates. Dann haben wir
denen die Ausbeutung überwunden? Das klingt aber sehr, sehr simpel. Stefan, was sagst du dazu? Letztlich ist es auch simpel. Das heißt, wenn man sich erstmal sozusagen in sinnloser Kompliziertheit befindet, ist es immer schwierig, wieder zum Einfachen zurückzukehren. Letztlich beruht alle Ausbeutung auf leistungslosen Kapitaleinkommen. Das heißt, das sind Einkommen, für die ich nicht selber arbeiten muss, sondern für die andere zusätzlich arbeiten müssen. So, und die haben im Grunde nur zwei Quellen. Oder ja, man kann sagen drei Quellen, wobei die eine von der anderen abhängt. Das eine sind private Bodenrenten. Das heißt, das kennt man zum Beispiel auch noch aus früheren Zeitaltern. Sagen wir mal, man hat einen Großgrundbesitzer, der sich jetzt sozusagen privaten Großgrundbesitz hat. Der kann dann Teile von diesem Besitz an Kleinbauern verpachten. Der Großgrundbesitzer lebt von der Bodenpacht und lässt die Kleinbauern für sich arbeiten. Das heißt, der Großgrundbesitzer braucht gar nichts mehr zu machen, der braucht gar nicht zu arbeiten. Und die Bauern leisten die Arbeit und bezahlen den Großgrundbesitzer damit mit. So, das ist sozusagen die Ausbeutung durch die private Bodenrente. Ist relativ einfach zu verstehen. So, und dann gibt es die Ausbeutung über das Geld und über das Sachkapital. Wobei die Ausbeutung, also sozusagen die Sachkapitalrendite, die hängt wiederum vom Geld ab. Weil alles Sachkapital, unser Sachkapital versteht man jetzt, ich sag mal, Fabriken, Maschinen, Schiffe, Häuser, Verkehrsbetriebe, im Grunde also alles Sachkapital, was eine Volkswirtschaft ausmacht. Und die Sachkapitalrendite entsteht dadurch, dass das Sachkapital knapp ist. Das heißt, der Kapitalismus ist ein Knappheitszustand. Und die Knappheit des Sachkapitals wird vom Geld vorgegeben. Weil unser herkömmliches Geld ist gleichzeitig Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel, was sich widerspricht. Und die Wertaufbewahrungsfunktion, die im Grunde parasitär ist, die bedingt den Zins insofern, weil ich das herkömmliche Geld sozusagen verlustfrei aufbewahren, horten kann, erwartet derjenige, der Geld verleiht, dann einen Zins, um sozusagen sich von der Liquidität des Geldes zu trennen. So, und das Geld wird gespartes Geld in Sachkapital investiert. Das heißt, alles Sachkapital entsteht ja aus Geldersparnissen heraus. Und das Geld stellt sich für das Sachkapital nur zur Verfügung, wenn der Geldverleiher mindestens den Urzins bekommt, der bei ungefähr 4,5% liegt, der sozusagen die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ausgleicht. Entschuldigung, ja? Folgende Frage. Welchen Vorteil hat ein Mieter unter der Voraussetzung, wir haben ein umlaufgesichertes Geld und wir haben Grund und Boden, dass der Grund und Boden lediglich den Bürgern als Pacht zur Verfügung steht. Welchen Vorteil hat der Mieter davon? Der Mieter hat den Vorteil, keine Kapitalkosten in der Miete, ich sag mal in der Grundmiete. Grundmiete, weiß jeder, was das ist. Wir sprechen jetzt nicht von Nebenkosten, sondern wirklich den grundsätzlichen Mietbetrag, den ich für eine Wohnung bezahlen muss. Und den kann man aufschlüsseln, wie Helmut Kreuz das auch gemacht hat, in verschiedene Kostenanteile. Und wenn man dann immer weiter, man kann erst in zwei Gruppen, in Kapitalkosten und in Arbeitskosten könnte man das aufteilen. Die Arbeitskosten sind dann wieder Löhne, Unternehmer, Gewinne und dann andere Kapitalkosten sind dann halt Zinsen, Sachkapitalzinsen bei der Wohnung. Und bei Wohnungen spielen die Bodenrenten eine große Rolle. Wenn beispielsweise in München die Mieten, sage ich mal, dreimal so hoch wie in Langenberg sind, ne, das ist natürlich ein krasser Unterschied, dann hat es halt weniger mit der Wohnung, sondern mehr mit der Bodenrente zu tun, die in die Miete reinkalkuliert ist. Ne? Und die fällt ja weg die fällt nicht weg in der Freiwirtschaft, sondern die wird, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, kommen, die wird ja dann als Kinderrente ausgezahlt. Und das hat mit dem Verursacherprinzip zu tun. Ne? Das hat mit Bevölkerungsdichte. Ich will das jetzt nicht den Bogen zu groß machen, aber der Vorteil ist, dass die Bodenrente zwar bleibt, aber die Zinsen, die in der Miete sonst noch drinstecken, die fallen natürlich raus. Das heißt, die Mieten wären relativ etwas geringer, als sie heute sind. Okay. Ja, Moment, Bernd, lass mich das nochmal ausführen, weil du hast jetzt beides so ein bisschen mit
mit, ja, weil du wieder von der Sachkapitalrendite auf die Bodenrente gekommen bist. Das sollen wir erstmal trennen. Das heißt, bleiben wir mal bei beim Grund und ja. Boden, weil es ist ja zurzeit so, dass die Menschheit fliegt zum Mond, schielt mit einem Auge zum Mars und ist unfähig. Auch wir können die Rollen ja später. Nein, ich sag mal, ich kann das mal kurz erklären. Wir bitte jetzt erstmal zur Sachkapital verziehen, sonst lassen wir erstmal den Boden weg. Ja. Ne, um über das Trennen. Ne? Das heißt, warum kann in der in der natürlichen Wirtschaftsordnung der Mieter hat eine günstigere Miete? Lassen wir den Boden erstmal außen vor. So, sondern reden wir erstmal nur über das Sachkapital, über die Wohnung, über die Häuser. Ganz einfach, es gibt viel mehr Häuser. Das heißt, weil sich das Geld auch ohne Zins für Investitionen zur Verfügung stellt in der natürlichen Wirtschaftsordnung. Heute ist das so, das heißt, es kann kein Sachkapital entstehen, was nicht mindestens den Urzins abwirft. Der fällt in der natürlichen Wirtschaftsordnung raus. Das heißt, die Anzahl der Wohnungen wird deutlich vermehrt. Und das heißt, das Angebot wird deutlich vergrößert. So, und das heißt dann, dass eben die Mieten sinken, weil eben das Sachkapital keine Rendite mehr abzuwerfen braucht. Das ist der Unterschied. So, und man kann auch grundsätzlich sagen, gerade in Mieten ist der Zinsanteil besonders hoch, der liegt etwa bei 75%, sodass man dann ohne weiteres sagen kann, man kann für ein Viertel der Kosten wohnen. Das klingt dermaßen hoch, 75% in den Mieten, das ist ja unglaublich. Ja, letztlich das ist es. Das würde doch bedeuten, wenn diese Mechanismen angewandt würden, dann hat der Mieter doch gleich ein paar tausend Euro im Jahr gespart. Ja, das kann man sagen. Ja. Richtig, ja. Wobei das natürlich auch nur ein Teil ist. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, dass, sagen wir mal, auch schon nur beim heutigen Stand der Technik in der natürlichen Wirtschaftsordnung kann sich dann, ich sag mal, der Durchschnittsbürger ungefähr mit der Hälfte der Arbeitszeit das Doppelte leisten. Also das Ganze ist ungefähr Faktor 4 effektiver. So kann man es ungefähr grob abschätzen. Ich würde da gerne ergänzen. Man kann heute sagen, wenn hier in Deutschland zumindest jemand eine Arbeitsleistung erbringt, die auf dem Markt 100 Euro einbringt, dann behält er tatsächlich ein Viertel davon, weil die ersten 50%, die werden vom Staat abgezogen in Form der sogenannten Staatsquote. Das sind alle Abgaben, die der Staat irgendwie erhebt, ob das jetzt Steuern sind, Einkommensteuern sind und so weiter. Auch die gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben, wenn man die alle zusammen addiert, gibt es diesen Prozentsatz der Staatsquote. Der liegt in Deutschland immer so zwischen 50% und 52%. Das geht also schon mal generell weg. Und dann kommt ja die, wo wir eben von den Kapitalkosten, die auch wieder aus Geld sind, Zinsen, Sachkapitalzinsen, Bodenrenten bestehen, die muss ich auch abziehen. Und da bleibt ungefähr ein Viertel über. Ganz ungefähr. Wir sprachen im Anfang davon, dass wir gesagt haben, ich begrüße Hartwig Meyer aus Berlin, er ist Rechtsanwalt, kennt die Mietsituation sehr, sehr gut. Und er wird uns jetzt mal berichten, wie das da vor Ort, wie da der Markt zurzeit aussieht. Tja, der Markt sieht grässlich aus. Es gibt zurzeit keine freie Wohnung mehr. Man bekommt nur eine Wohnung, wenn man einen Wohnungsberechtigungsschein mit Dringlichkeit hat. Ja, also wenn man eine Kündigung bekommen hat und so weiter. Und darüber hinaus noch nicht richtig in der Lage ist, eine Wohnung selbst zu finden, dann bekommt man diesen Wohnungsberechtigungsschein. Das heißt, man hat dann ein kleines Marktsegment, das hat der Senat mit den Wohnungsbaugesellschaften verhandelt, der diesen Personenkreis zur Verfügung stellt. Alle anderen sind auf die freie Wildbahn verwiesen. Der Mietendeckel ist ja überhaupt nicht verstanden worden. Das ist ja das Interessante. Es wird immer gehetzt, das ist der Sozialismus und so weiter, das ist ein völliger Blödsinn. Einmal muss ich sagen, Neubauten ab 2014 wurden noch nie oder wurden überhaupt vom Mietendeckel gar nicht erfasst. Das heißt, jeder Investor war bisher eingeladen, nach Berlin zu kommen, seine Milliarden auszugeben und Wohnungsbau zu betreiben. Das sind alles Neubauten, errichtet nach 2014,
Dafür gilt der Mietendeckel gar nicht. Weiter, zweitens, wenn die Leute kommen mit dem Vorwurf Sozialismus, dann frage ich die Leute, welcher Sozialismus ist besser? Der Staat zahlt direkt in die Tasche der Vermieter, das ist doch eigentlich ein ideales Bild, also die gebratenen Tauben fliegen durchs Fenster. Wir haben 60% Bevölkerung in Berlin, die von sozialen Transferleistungen lebt, 60%. Das heißt, nur noch 40% nehmen am Erwerbsleben teil, der Rest wird staatlich alimentiert. Ja, das ist natürlich heftig. Und das heißt, dass Monat für Monat bestehen erhebliche Lasten für das Land Berlin, die ganzen Mieten aufzubringen. Viele Menschen in Berlin, wir haben mittlerweile 3,9 Millionen, die Bevölkerung wächst, sind viele Nichtgemeldete in Berlin, also ich schätze ungefähr 4,2, 4,3 Millionen Einwohner. Wobei ich stehen geblieben, für diese Menschen steht kein Wohnraum in dieser Fülle mehr zur Verfügung. Und für die Leute, für die der Senat die Miete zahlt, droht ein Haushaltskollaps. Warum? Das hängt mit der Konstruktion von Hartz IV zusammen. Hartz IV ist eine sogenannte Mischwirtschaft. Das Geld zum Leben kommt von der Kommune, kommt vom Land. Ja, aber das Geld für die Miete muss die Kommune vorschießen und wird über den Länderfinanzausgleich dann gezahlt später vom Bund. Das heißt, wir haben einen ständigen Kapitaldienst des Landes aus dem Haushalt heraus für den Vermieter und für den Mieter. Das ist an und für sich meiner Ansicht nach ein schlimmerer Sozialismus, als wenn man sagt, wir begrenzen jetzt einmal die Miete, damit wir nicht ausgeblutet werden. Auf der anderen Seite, alles was Neubauten nach 2014 betrifft, können Investoren natürlich gerne nach Berlin kommen und ihre bauen. Tun sie aber nicht. Im Grunde genommen hat der Mietendeckel für diese Leute den Grunderwerb sogar begünstigt, denn die Grundstückspreise sind gefallen. Das heißt, sie hatten bessere Chancen, zur Zeit des Mietendeckels zu investieren als heute. Heute sind die Grundstückspreise. Weil die Mieten sicherer geworden sind. Ja, die sind erstens sicherer geworden. Nicht deswegen die Mieten zusammen, sondern indirekt sind natürlich auch die Grundstückspreise stagniert, beziehungsweise haben abgenommen. Ja? Aber das wäre doch eigentlich das optimale Thema für unsere Politiker, insbesondere der SPD und der Linken. Und da passiert scheinbar nichts. Ja, die zukünftigen Anführungsstrichen regierende Bürgermeisterin Frau Giffey begrüßt ja die Abschaffung des Mietendeckels, kommt von der SPD, hat offensichtlich gar nichts verstanden. Ja, es werden einfach nur Slogans unter die Leute gemischt, um sich interessant zu machen, völlig ohne Sinn und Verstand. Ja, also ehrlich gesagt, ich würde das auch gar nicht erst verstehen wollen, weil über solche Kokolores wie Mietendeckel ja oder nein oder was, da sträubt sich mir alles. Über so ein Kokolores will ich gar nicht nachdenken. Weil tatsächlich ist es so, dass man eigentlich nur über eins nachdenken muss. Wie kriegt man so schnell wie möglich die natürliche Wirtschaftsordnung verwirklicht? Und über alles andere braucht niemand mehr nachzudenken. Weil nämlich alles andere überhaupt keinen Sinn macht. Vielleicht habe ich noch einen Zwischenschritt gedacht. Ja, sag mal so. Nein, lass mich das mal zu Ende führen. Und zwar ist es Folgendes. Alle Zivilisationsprobleme, die sich überhaupt thematisieren lassen, beruhen auf der fehlerhaften Geldordnung, fehlerhafte Geldordnung und fehlerhafte Bodenordnung. Habe ich das korrigiert? Habe ich eine selbstregulierende Marktwirtschaft mit absoluter, sozusagen unsere Historiker immer machen? Das heißt, es war nicht zuerst der Liberalismus da und dann kam der Sozialismus nach Marx, also, ja, sondern im Grunde war es so, der Sozialismus war zuerst da. Das vorantike Ägypten war eine zentralistische Planwirtschaft. Man kann das als Ursozialismus bezeichnen. Es war eine zentralistische Planwirtschaft, noch ohne liquides Geld. Kann man sich in etwa vorstellen, wie die ehemalige Sowjetunion mit dem Pharao als ersten Vorsitzenden im Politbüro. Okay. Und der Beginn des Liberalismus, das war nicht die Französische Revolution,
Und es war auch nicht Adam Smith, der sozusagen zuerst wissenschaftlich die Marktwirtschaft beschrieben hat. Der Beginn des Liberalismus war auch sehr viel früher. Das heißt, zuerst war der Ursozialismus da. Und der Beginn des Liberalismus, das war der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das war der Beginn des Liberalismus. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass es vor etwa 3250 Jahren passierte, zur Zeit der Regentschaft von Pharao Ramses II. Und die Juden waren die Pioniere der Marktwirtschaft. Und man kann sagen, Moses war der Erfinder der Marktwirtschaft. Ich werde das gleich nochmal genauer ausführen. Gesell hat, weil du gerade Moses erwähnst, Gesell hat eine Broschüre geschrieben, war Moses der Erfinder des Schwarzpulvers? Ja, der war ja schon so ein bisschen nah dran, aber er hat das Ganze doch etwas verfehlt. Er hat das ja auch viele Dinge gar nicht gewusst, dass er viele Dinge interpretiert hat auf eine aktuelle Sprache, die... Nachdem ich also dein Buch gelesen habe, Jesus von Nazareth schon formuliert hatte, im weitesten Sinne. Ja gut, da kommen wir gleich noch auf. Es ist so, Moses vor 3250 Jahren war der Erfinder der Marktwirtschaft und tatsächlich war nicht Silvio Gesell der erste Entdecker der natürlichen Wirtschaftsordnung, also der Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Das war tatsächlich Jesus von Nazareth. Das lässt sich auch im Detail anhand der originalen Heiligen Schrift nachweisen. Nicht mehr anhand der Bibel, sondern anhand der Nakamadi-Schriften im Detail. Und das machte Jesus von Nazareth, diese grandiose Entdeckung zur berühmtesten Persönlichkeit der Welt, auf der bis heute die planetare Zeitrechnung basiert und zugleich zur am wenigsten verstandenen Persönlichkeit der Welt. Jetzt kommen wir jetzt mal in die Ist-Zeit. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann könnten ja die Menschen, der größte Teil sind Mieter, könnten ja Tausende von Euros im Jahr sofort sparen, unter der Voraussetzung, dass diese Dinge korrigiert werden. Ja, aber da muss man, wir haben Tausende von Politikern, warum begreift man das nicht oder warum ist das so schwierig? Das ist ja so. Das hängt eben auch wieder mit der Religion zusammen. Das heißt, Moses wusste eben noch nicht, wie kann man die Marktwirtschaft vom Privatkapitalismus befreien. Also die Privatkapitalisten kann man auch bezeichnen. Wir kennen ja den Begriff kapitalistische Marktwirtschaft, in der befinden wir uns. Im Grunde seit 3000 Jahren. Das heißt auch schon, das antike Römische Reich war eine kapitalistische Marktwirtschaft. Das alte Griechenland war eine kapitalistische Marktwirtschaft. Auch wenn die damals Edelmetallgeld benutzt haben, Goldgeld, Silbergeld, es war Zinsgeld. Das heißt also Geld mit Wertaufbewahrungsfunktion und auch die Römer hatten ein privates Bodeneigentumsrecht. So im Grunde ist auch unser heutiges Bodenrecht noch irgendwo aus dem römischen Bodenrecht abgeleitet. So und die Juden waren im Grunde die Pioniere der Marktwirtschaft und die Juden wussten schon wesentlich mehr. Und zwar hatte Moses schon erkannt, dass das eigentliche Problem der Privatkapitalismus ist. Also Marktwirtschaft und Kapitalismus sind tatsächlich Gegensätze. Der Marxist, der das Wesen des Kapitalismus gar nicht begriffen hat, der sieht das als Synonym. Er sagt, Marktwirtschaft und Kapitalismus ist doch das Gleiche. Nein, eben nicht. Marx, der gesagt hat, Geld und Ware sind äquivalent. Ja, wenn ich das richtig verstehe, sind sie eben nicht. Ist das ja nicht der Fall. Nein, ist eben nicht der Fall. Genau, und zwar ist es eben so, Marx hat ja gedacht sozusagen, dass der Unternehmer per se der Ausbeuter ist, weil er das Sachkapital besitzt. Und das stimmt eben nicht. Das heißt, das Urkapital ist das Geld. Und es kommt zur Übertragung des Urzinses auf das Sachkapital, weil sich das Geld eben nur, alles Sachkapital entsteht aus Geldersparnissen. Und wenn sich das Geld im Sachkapital nicht zur Verfügung stellt, entsteht kein Sachkapital. Deswegen entstehen auch nicht genug Wohnungen, weil eben der Geldverleiher, der Investor, der erwartet eine gewisse Mindestrendite. Und wenn die nicht dabei rauskommt,
dann wird das Sachkapital nicht gebaut. So, dann wird das Geld dafür nicht zur Verfügung gestellt, dann geht das Geld eher in den Aktienmarkt, dann wird damit spekuliert. Ja, und dann geht man damit lieber an, dann geht da mal, dann geht, dann, ja, dann landet es im Casino oder man fängt an damit zu spekulieren, man macht Warentermingeschäfte, anstatt dass man es in Häuser investiert. So, weil man dann nämlich, ich sag mal, unter dem Strich mit Spekulation mehr rausholt, als wenn man das jetzt in Häuser investiert. So, und das Geld muss eben so beschaffen sein, dass man die Tauschfunktion, das ist die wesentliche Funktion des Geldes, und das Geld darf nicht gleichzeitig zur Wertaufbewahrung dienen. Das heißt, die Wertaufbewahrung ist der langfristige Geldverleih. Und das ist auch der eigentliche Sinn des Verleihs. Das heißt, dass Überschüsse und Knappheiten durch den Verleih über die Zeit ausgeglichen werden. Und die Belohnung für den Verleiher, für den Kreditgeber ist, dass er den Wert dessen, was er verleiht, behält über die Zeit. Und der Vorteil des Kreditnehmers ist, dass eben seine Knappheit ausgeglichen wird. So. Und es ist eben eine ungerechte Belohnung für den Verleiher, wenn er zusätzlich einen Zins bekommt. Das heißt, in anderen Worten, als Beispiel mal, wenn du jetzt 1000 Euro Zinsen kassierst, dann hast du doch nichts dafür getan, oder irre ich mich? Ja, natürlich. Das heißt, ich bekomme das nur, weil ich sozusagen durch die Geldersparnis alle anderen erpressen kann. Das heißt, weil derjenige, der den Kredit braucht, der ist also dann bereit, den Zins zu bezahlen, weil er anders keine Möglichkeit hat. Und ich gebe das Geld nur her mit Zins, weil sonst würde ich es einfach das Geld horten, aufbewahren, weil ich dann ja keinen Verlust habe. Das heißt, der Wirtschaft entziehen. Ja, der Wirtschaft entziehen. Die Verminderung des Geldes würdest du genau damit. Das heißt, es ist ja so, würde ja jeder sein gespartes Geld ins Kopfkissen stecken, dann wäre innerhalb weniger Monate die Wirtschaft bankrott, weil das Geld nicht mehr im Umlauf ist. Das heißt, das Geld hat die wesentliche Aufgabe, in der Volkswirtschaft zu rotieren. Das heißt, der Geldkreislauf der Wirtschaft, der Volkswirtschaft, ist so wichtig wie der Blutkreislauf des Menschen. Und wenn der Blutkreislauf stillsteht, wenn das Herz stillsteht, ist man sofort tot. Und das Gleiche gilt auch für jede Volkswirtschaft. Das heißt, kommt der Geldkreislauf zum Erliegen, dann geht nichts mehr. Das hat sehr deutlich der französische Ministerpräsident Daladier auch 1935 gesagt. Absolut identisch gesagt. Mhm. Jetzt habe ich, Hartwig, eine Frage. Rein hypothetisch unterstellen wir einfach mal, die 75% Mietanteil, die würden den Mietern für die Zukunft, sprechen wir jetzt nur mal von Berlin, zur Verfügung stehen. Das heißt, mit anderen Worten, die ungefähr 2,5 Millionen Menschen in Berlin hätten auf einmal nur durch den Verzicht des Zinsanteils in der Miete, hätten die 500, 600, 700 Euro mehr im Monat. Was würde denn da in Berlin passieren? Ja, es gäbe eine Explosion. Die Kaufkraft würde natürlich wachsen, der Markt wäre belebt und ja, neue Einzelhandelsgeschäfte würden wahrscheinlich entstehen. Ja, neue Existenzen werden gegründet. Das würde wahrscheinlich passieren. Aber ich hatte eben noch mal eine Zwischenfrage. Die Befürworter des Zinses sagen ja, damit wird das Bonitätsrisiko bezahlt, desjenigen, der sein Kapital gibt in der Wirtschaft oder jemand zur Verfügung stellt. Er hat ja ein Recht, dann das Bonitätsrisiko. Ja, ja. Das heißt, Zinsentschuldigungstheorien gibt es viele. Also es gibt im Grunde zu sagen, der möchte ganz kurz hier, Helmut Kreuz hat ja doch, durch den er den Zinsfuß mal aufgeschlüsselt hat, welche Anteile da drin stecken. Man muss einfach zwischen Urzins und der Risikoprämie unterscheiden. Moment. Dann ist da, glaube ich, zwar sachlich richtig, ja, aber will Otto Normalverbraucher, will der so tief in die Materie einsteigen, will er nicht nur einfach am liebsten hören, Mann, ich kann ein paar tausend Euro im Jahr mehr bekommen. Ja gut, das kann man natürlich so sagen. Was ist denn dann der Unterschied zwischen Urzins und... Der Urzins ist praktisch eine Art Basiszins, wo man sagen kann, darunter stellt sich das Geld grundsätzlich nicht zur Verfügung. Weil derjenige, der ja Geld besitzt,
der über Liquidität verfügt, der verzichtet ja zeitweilig auf die Liquidität. Und wenn wir wollen, dass der 10 Jahre drauf verzichtet, dann ist nämlich eine langfristige Anlage, die auch wieder gespiegelt dem Kapitalmarktzins entspricht, dann muss der eben heute den Ausgleich haben. Dafür braucht man ja umgekehrt auch die Umlaufgebühr. Und die Risikoprämie ist jetzt wieder ein Wert, der in der Bankmarge normalerweise mit reingerechnet wird. Weil jetzt beim klassischen Kreditgeschäft, genau, da ist, geht ja der Anleger hin, geht zur Bank und sagt, ja, ich gebe dir Geld so und so lange, machen wir 10 Jahre, gut, da kriege ich dann auch entsprechend hohe Zinsen für. Die Bank guckt dann, wem kann man das geben? Das ist jetzt ein Unternehmer, der Maschinen kauft, das könnte gut gehen, das Geschäft vielleicht auch nicht. So und so viel muss ich schon mal mindestens hier dem Gläubiger zahlen, an dem Urzins, dann muss ich selbst was dran verdienen. Die Wahrscheinlichkeit ist so und so groß, dass der Kredit vielleicht platzt, also muss ich nochmal was draufrechnen. Richtig, sagen wir mal 2% drauf. Ne? Dann ist in den 2% Marge, sagen wir sagen jetzt mal, der Anlegerzins ist 5%, der Verleihzins 7%, da habe ich eine Marge von 2% dazwischen. Und in den 2% steckt, sagen wir mal, wieder 0,5% Risikoprämie drin. Und dann hat die Bank praktisch als Sicherheit, wenn der Kredit nicht kommt. Das ist eine statistische Größe in dem Fall natürlich. Noch schlimmer oder schöner, ja. Je nachdem, auf welcher Seite man sitzt, ist es, wenn die mit Eigenkapital arbeiten, dann nehmen sie ja mindestens den Zinssatz, den die Bank nimmt, und sind außerdem noch entsprechend steuerlich bevorzugt, weil es ist ja kein Gewinn, sondern es ist Rendite. Kommt auch noch erschwerend hinzu, dass das ja etwas anders betrachtet wird, als wenn ich mir das Geld von der Bank leihe. Ja, ganz unheimlich kompliziert, weil das Problem ist, muss ich eben generell sagen, die Einkommensteuer, die greift ja praktisch ohne Rücksicht auf die Kapitaleinkommen wie auf die Arbeitseinkommen. Und dadurch ist und dann kommt noch die Progression. Da ist eine unheimliche Verzerrung da drin. Ne? Daher könnte man jetzt eine eigene Sendung drüber machen. Der Steuerberater muss wiederum den Steuerberater fragen. Ja, so ungefähr ist das. Ja. Das ist wirklich komplex, das Thema. Ne? Man muss es ja unbedingt ganz kompliziert machen. Ja, richtig. Ja. Deswegen sagte ich ja, wir leben ja in sinnloser Kompliziertheit. Und letztlich muss man ja anders an die Thematik rangehen. Wie gesagt, man stellt eben fest, wenn man jetzt versucht, einem Normalbürger die natürliche Wirtschaftsordnung zu erklären, obwohl sie letztlich ganz einfach ist, er will es nicht verstehen. Warum ist das denn so? Ja, ich hatte ja vorhin schon angefangen, die Ursachen liegen in der Religion. Und zwar, wir befinden uns seit 3000 Jahren in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Und das ist tatsächlich der einzige Zweck der Religion. Wobei, wenn ich jetzt Religion sage, meine ich damit den gemeinsamen Ursprung von Judentum, Christentum und Islam. Das ist der heute zweite Schöpfungsmythos im Alten Testament der Bibel. Kennt ja jeder die kleine Geschichte von Adam und Eva im Paradies. Die geht also höchstwahrscheinlich auf Moses zurück im 13. vorchristlichen Jahrhundert. Wobei in der Form, wie wir sie heute noch lesen können, ist sie etwa um 950 vor Christus aufgeschrieben worden und beruht auf älteren Überlieferungen. Und in dieser Form ist sie also bis heute sehr gut erhalten. So, und dabei handelt es sich um einen sogenannten Schöpfungsmythos. Das ist im Grunde ein Programm, was das arbeitende Volk im Unterbewusstsein programmiert. Das bewirkt eine Programmierung des kollektiv Unbewussten. Und dieser Schöpfungsmythos, der hat die halbwegs zivilisierte Menschheit im wahrsten Sinn des Wortes wahnsinnig genug für die kapitalistische Marktwirtschaft gemacht. Das heißt, genau genommen sind die Politiker tatsächlich, weil sie ja nichts Konstruktives seit Jahrhunderten leisten, sind sie tatsächlich überflüssig. Ja, beziehungsweise sie werden dann überflüssig. Wie sind sie jetzt noch nicht? Im Augenblick noch nicht. Aber wir sind ja nicht in dem System. Die Politik hat sich gebildet quasi aus diesen kapitalistischen Rahmenbedingungen heraus. Sind die notwendig geworden? Unabhängig davon, dass die Probleme nicht lösen können. Ja, man muss sich das so vorstellen. Im Grunde gab es nur einen begrenzten Zeitraum in der Geschichte und auch nur bei den Juden, wo Politik und Religion noch sinnvoll waren. Und zwar vom 13. bis zum 6. vorchristlichen Jahrhundert. Nur in dieser Zeit und nur bei den Juden. Ansonsten war alles andere im Grunde sinnlos. So, und zwar war das der Zeitpunkt, wo die jüdische Priesterschaft, da muss ich jetzt erstmal noch kurz erklären, was es mit dem Schöpfungsmythos auf sich hat. Und zwar, im Grunde reicht es eigentlich aus,
nochmal, wenn man diese Gleichstellung macht, und zwar das in der Genesis beschriebene Paradies, der Garten Eden, das ist die freie Marktwirtschaft. Und die Erbsünde, die in Genesis 3 beschrieben wird, das ist der Privatkapitalismus. Man kann die ganzen Metaphern sehr einfach entschlüsseln. Also die Marktwirtschaft, das Paradies ist die freie Marktwirtschaft. Früchte tragende Bäume sind gewinnbringende Unternehmungen. Der Baum des Lebens ist der Geldkreislauf. Im Original et spri ose pri, Baum der Frucht ist und Frucht macht. Das macht etwas deutlicher. Der Baum der Erkenntnis ist der Geldverleih. Et ose pri, Baum der Frucht macht. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis ist der Zins, genauer der Urzins nach Gesell, beziehungsweise die Liquiditätsverzichtsprämie nach Keynes. So, und Adam ist der mit eigenem Sachkapital arbeitende Kulturmensch, beziehungsweise der freie Unternehmer oder auch in der weiteren Abstraktion das Sachkapital. Eva ist der in neues Sachkapital investierende Kulturmensch, beziehungsweise in der weiteren Abstraktion das Finanzkapital. Und die Arbeiter sind die Tiere auf dem Feld. Das sind also keine Esel und Pferde, sondern das sind die Arbeiter, die Tiere auf dem Feld in der Genesis. Und die Schlange symbolisiert die Sparsamkeit, denn nur die Schlange erspart sich Arme und Beine. Der Kopf der Schlange ist der Kapitalmarktzins bzw. die Sachkapitalrendite. So, und wenn es dann heißt, zuerst bediente sich ja Eva an der verbotenen Frucht und dann auch und dann erst Adam. Und man kann sagen, die Frau gab ihrem Mann von der Frucht, das ist die Übertragung des Urzinses auf das Sachkapital. Das heißt, zuerst bedient sich das Finanzkapital, dann gibt es Übertragung auf das Sachkapital. So, und wenn man jetzt diesen Schöpfungsmythos liest, aber ihn nicht versteht, man kann das noch im Einzelnen aufschlüsseln, die ganzen Metaphern, das ist phänomenal, was man da alles rauslesen kann. Insgesamt ergibt das sozusagen ein Gleichungssystem von Covid-19 betroffen, insbesondere auch die Wirtschaft. Was ist die Ursache deiner Meinung nach? Was kann man dagegen eventuell tun? Wie siehst du das? Ja gut, erstmal Dieter, grundsätzlich habe ich keine Meinung. Das heißt also, entweder ich weiß etwas oder ich weiß es nicht. Und wenn ich etwas noch nicht weiß, sage ich nichts dazu, bis ich es weiß. Das heißt, Meinung habe ich nicht. Eine Meinung ist immer, wenn jemand etwas nicht weiß und nicht zugeben will, dass er nichts weiß, dann sagt er eine Meinung. Und davon dann und, möglichst sehr viel, ja? Genau. Ja, ja. So, also ich habe grundsätzlich keine Meinung, das heißt, ich informiere mich. Und deswegen, man kann grundsätzlich sagen, was wir vorhin sagten, das heißt, diese beiden Bücher, die natürliche Wirtschaftsordnung, und unsere Nahrung, unser Schicksal von Booker. Das sind erstmal die beiden Bücher, die man gelesen haben muss und verstanden haben muss, damit man überhaupt, ich sag mal, eine Grundlage hat, um sich weiteres Wissen anzueignen. Denn wir werden in eine Gesellschaft hineingeboren, in der so ziemlich alles, was die Mehrheit zu wissen glaubt, falsch ist. So, und wenn man da drin steckt, dann kann man Wahrheit und Lüge nicht unterscheiden. Das heißt, man braucht erstmal eine Ausgangsbasis von gesichertem Wissen, was einem diese beiden Bücher vermitteln. Einmal über die Makroökonomie, was die Basis ist. Und dann auch, ich sag mal, in dem Bereich Ernährung, Medizin. Und dann erkennt man überhaupt erst, ich sag mal, die ganzen Vorurteile, Fehler der sogenannten allgemeinen Meinung. Und erst dann ist man überhaupt in der Lage, das, was so aktuell passiert, einzuordnen und kann analysieren, was ist hier wirklich los. Ne? Und ich denke mal, momentan fragen sich viele, die ihren Restverstand noch nicht vollständig an der Garderobe abgegeben haben, was ist hier eigentlich los? Eins kann man schon mal sagen, die Politiker haben ihren Restverstand vollständig an der Garderobe abgegeben. Das heißt, der Eindruck entsteht. Ja. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ja. Denn, was soll daraus werden? Was ist die, die Quintessenz aus dem, was veranlasst wird? Ja.
Folgendes ist so, es geht tatsächlich nur um Wirtschaft. Das heißt also, wir wollen uns jetzt noch nicht darüber unterhalten, dass es krankmachende Viren gar nicht gibt. Das wäre sozusagen die letzte Erkenntnisstufe. Letztlich sind das Geschäftsmodelle einer entarteten Schulmedizin, aber das brauchen wir gar nicht zu thematisieren. Was eigentlich jedem, der noch ein bisschen denken kann, klar sein sollte, ist, dass es eine Corona-Pandemie de facto nicht gibt. Das heißt, aber die ganze Welt macht doch mit. Ja, ja, natürlich die ganze Welt mit. Man kann das folgendermaßen formulieren. So wie man die Klimareligion als offizielle Begründung gebraucht hat für die ideale keynesianische Maßnahme Energiewende. Eine ideale keynesianische Maßnahme ist sehr teuer und vollkommen nutzlos. Um das Geld wieder in Bewegung zu bringen, braucht man die Corona-Pandemie als Begründung, in Anführungsstriche, für den Lockdown. Und der Lockdown ist das Entscheidende. Der Lockdown wirkt als Deflationsnotbremse. Deswegen bin ich auch der Frau Merkel dankbar für diesen Ausdruck Notbremse. Offiziell ist es ja eine Corona-Notbremse. Tatsächlich ist die relevante Wirkung eine Deflationsnotbremse. So, und zwar das fehlerhafte Geld, das wir seit Jahrtausenden benutzen, das bewirkt im Grunde zwei negative Dinge. Einmal soziale Ungerechtigkeit, das heißt, es kommt zur sogenannten Zinsumverteilung von der Arbeit zum Besitz. Das heißt, die Armen werden trotz mehr Arbeit immer ärmer und die Reichen ohne Arbeit immer reicher. Und zum anderen bewirkt das fehlerhafte Geld auch eine inhärente Instabilität der Ökonomie. Das heißt, die Umlauffrequenz des Zentralbankgeldes, Zentralbankgeld ist Bargeld plus Zentralbankguthaben der Geschäftsbanken, die Umlauffrequenz des Geldes ist abhängig von der Höhe des Kapitalmarktzinses und das ist fatal. Das heißt, wenn der Kapitalmarktzins sinkt, wir haben ja schon seit einiger Zeit, ist der Kapitalmarktzins praktisch auf Null, also hauptsächlich in Deutschland. In anderen Ländern sieht es teilweise noch ein bisschen anders aus, wobei allerdings da der Kapitalmarktzins auch hauptsächlich noch aus Risikoprämie besteht. Im Grunde der Urzins schon weg. Das heißt, aus dem Sachkapital kommt nicht mehr genügend Rendite. Das heißt, wenn sich die Sachkapitalien vermehren durch fleißige Arbeit, sinkt der Kapitalmarktzins. Das heißt, der Kapitalmarktzins ist nicht abhängig vom sogenannten Leitzins der Zentralbank. Das ist nur ein behelfsmäßiges Steuerungsinstrument zur Steuerung der schleichenden Inflation. Der Kapitalmarktzins ergibt sich aus der Knappheit des eingesetzten Sachkapitals. Und wenn diese Knappheit weggeht, dann sinkt der Kapitalmarktzins. Und die effektive Umlauffrequenz des Zentralbankgeldes sinkt. Das heißt, das Geld wird immer zögerlicher investiert und läuft in der Realwirtschaft immer langsamer um. Und dann kommt man in eine sogenannte Liquiditätsfalle. Und darin befinden wir uns schon seit einiger Zeit. Und die Wirtschaft ist dann nur noch durch, man nennt es auch Keynesianismus, aufrechtzuerhalten. Das heißt, der Staat betreibt staatliche Investitionspolitik und ständige Geldmengenausweitung, damit die Volkswirtschaft nicht in eine deflationäre Abwärtsspirale kommt. So, und in diesem Zuge, das ist zum Beispiel auch der Grund für die sogenannte Energiewende. Das heißt, da wurde sehr viel Geld ausgegeben für etwas komplett Nutzloses. Das ist eine keynesianische Maßnahme, um das Geld im Umlauf zu halten. Aber Stefan, die Bundeskanzlerin prognostiziert ja schon den nächsten Lockdown. Ja, natürlich. Das könnte ja auch dann ein Knockdown werden. Mhm. Und würde sie nichts tun und die Menschen leben zurzeit noch von der Hoffnung, dass sich das alles normalisiert, dann würde doch von der Logik her Folgendes passieren. Wir haben dann in den nächsten Monaten aufgrund der vielen Konkurse haben wir 1 Million, 2 Millionen, 2,5 Millionen mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosen fallen doch als Konsumenten weg und dann hätten wir doch automatisch die Deflation.
Und das in dem Sinne kann es ja sein, dass es sogar positiv ist, was die Bundeskanzlerin zurzeit macht, um die Deflationsbremse, um die Deflation zu bremsen. Ist das richtig gesagt? Nein. Erstmal ist es so, dass sich Frau Merkel da gar keine Gedanken drüber macht. Das kann sie gar nicht, weil ihr die makroökonomischen Grundlagen komplett fehlen. Man muss grundsätzlich sagen, Politik ist sozusagen das Gegenteil von Wissenschaft. Das heißt, ein Politiker geht nicht wissenschaftlich vor. Das heißt, der fragt sich nur sein ganzes Leben lang, welchen Unsinn kann ich erzählen, mit dem ich mich wichtig machen kann? Das heißt, wie kann ich gewählt werden? Das kann man auch wieder als Wissenschaft sehen. Ja? Das heißt, wie kann ich mich wichtig machen und wie kann ich gewählt werden? Und welchen Unsinn ich dafür erzähle, das ist egal. Das spielt keine Rolle. Das heißt, der Politiker denkt nicht darüber nach, wie kriege ich die Volkswirtschaft zum Funktionieren, sondern der denkt darüber nach, wie kann ich gewählt werden? So, und das ist was völlig anderes. Und da eben aufgrund der Religion die tatsächlichen makroökonomischen Verhältnisse aus dem Begriffsvermögen des Volkes ausgeblendet sind, läuft das alles auf unbewusster Ebene ab. So, um jetzt nochmal auf den Lockdown zu kommen. Wir wissen ja alle, oder viele, manche erinnern sich noch dran, noch im Februar 2020 machte man sich hier in Deutschland sowohl die, ich nenne sie mal die öffentlich-unrechtlichen, als auch die hohe Politik machten sich noch über eine mögliche Corona-Pandemie lustig. Das heißt, man hörte da irgendwelche Gerüchte aus China, dass es da zu einer Pandemie kommen sollte. Und alle sagten sich, ja, das kennen wir ja schon, Schweinegrippe, Vogelgrippe, das hatten wir ja alles schon, das ist wieder die übliche Panikmache. Das heißt, die Öffentlich-Unrechtlichen und auch die Politiker machten sich darüber lustig, noch im Februar 2020. Dann kam es zum bisher steilsten Börsenabsturz in der Geschichte. Das heißt, ich glaube, das fing an so am 19. oder 20. Februar. Innerhalb von 4 Wochen sackte der DAX um 39% ab. So, und dann hatten wir, glaube ich, am 18. März dann den Lockdown. Und 11. März, ja, das ging schrittchenweise. Und aber am 18. Ja, aktuell waren die Läden zu. Das weiß ich noch, weil ich damals einen Termin machen wollte. So, einiges wurde schon vorher zugemacht. So, wir hatten im Grunde dann am 18. März, sage ich mal, einen internationalen Lockdown. So, die Politiker haben das rein aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Die wissen nicht, was sie tun. Man merkte das auch zum Beispiel ziemlich deutlich damals an Donald Trump. Das war noch ein Politiker, der noch so ein bisschen Restverstand hatte, den die Merkel schon nicht mehr hat. Der wollte das erst nicht, aber da konnte er sich nicht gegen wehren. Er hat es gemacht, weil er nicht über das nötige Wissen verfügte, dass es eine Corona-Pandemie de facto nicht gibt. Aber man brauchte das als Ausrede. Man brauchte den Lockdown als Deflationsnotbremse. Und wir haben dann ja auch gesehen, als der Lockdown kam, fiel die Börse nicht weiter, sondern ging wieder relativ steil nach oben. Warum denn das? Jetzt ist so ein Lockdown in der Wirtschaftsgeschichte einmalig, sodass man auch als Freiwirtschaftler erstmal nicht so genau analysieren kann, was hat das makroökonomisch für eine Wirkung. Und ich konnte es dann, ich sag mal jetzt im wo wir jetzt diese sogenannte Corona-Pandemie jetzt schon seit mittlerweile fast 1,5 Jahren haben, konnte ich dann im April das Ganze genauer analysieren, wo in diesem Zeitraum statistische Daten zur Verfügung standen. Und zwar einmal natürlich jetzt über die Börse und einmal über den Verbraucherpreisindex. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn man sich den Verbraucherpreisindex von Februar 2020 bis heute anguckt und dann sieht, was ist in der Zeit passiert, dann weiß man eigentlich, wie er wirkt. Und zwar eine Zinsgeldökonomie, eine kapitalistische Marktwirtschaft darf nicht in eine deflationäre Abwärtsspirale kommen. Das heißt, die Preise dürfen insgesamt niemals fallen. Dann kommt es zu einer Depression und die Volkswirtschaft legt sich selbst lahm. Eine deflationäre Abwärtsspirale entsteht dadurch, wenn die Preise fallen, werden die Käufe aller Produkte, die nicht dringend gebraucht werden, verzögert.
Das heißt, das Brot, was ich jeden Tag brauche, das betrifft das nicht, das wird weitergekauft, aber für Anschaffungen, die ich nicht sofort brauche, wo ich auch noch ein bisschen warten kann, ob das jetzt Computer sind, ob das Kleidung ist, ob das ein Auto ist, da spielt es im Grunde keine große Rolle, ob ich das morgen kaufe oder erst in ein paar Monaten. Also die mittelfristigen und die langfristigen. Ja, genau. Anschaffungen und das, was auch in der Regel die teureren Sachen sind. So, und wenn ich dann sehe, die Preise fallen, dann warte ich natürlich und alle spekulieren auf noch niedrigere Preise. Und die Warenanbieter sind dann gezwungen, die Preise noch weiter zu senken, damit sie überhaupt noch was verkauft kriegen. Und das schaukelt sich gegenseitig auf. Das nennt sich deflationäre Abwärtsspirale. Und dann kommt man in eine Wirtschaftskrise und die Wirtschaft liegt komplett am Boden. Beispielsweise auch die Weltwirtschaftskrise vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch eine deflationäre Abwärtsspirale. Das war eine Deflation. Und nur durch den Zweiten Weltkrieg ist man aus dieser Deflation wieder rausgekommen. So, das erkläre ich dann gleich noch, womit das zusammenhängt. So, dazu darf es also nicht kommen. Und jetzt war im Februar 2020, war im Grunde der Keynesianismus, die staatliche Investitionspolitik war ausgereizt und dann fiel die Börse runter. Und die einzige Möglichkeit, die Deflation nochmal aufzuhalten, war dann der Lockdown. Das war der eigentliche Grund dafür. Wobei sich die verschoben also dann, von nach der Logik. Richtig, das heißt, man kann durch einen Lockdown den endgültigen Zusammenbruch der Wirtschaft nochmal rauszögern. Das ist es. So, jetzt erkläre ich nochmal kurz, wie die Deflationsnotbremse wirkt. Und zwar, das konnte man auch genau beobachten. Das heißt, durch den Lockdown, wenn jetzt die Preise fallen, warten alle und deswegen mit dem Kaufen, die Käufer können jederzeit kaufen, aber sie warten, weil die Preise fallen. Das ist das Entscheidende. Mache ich jetzt einen Lockdown, dann können die Käufer eben nicht jederzeit kaufen. Die Läden sind zu. Und das heißt, die Käufer müssen kreativ werden, dass sie überhaupt die Waren noch irgendwo auftreiben, bei irgendeinem Versandhandel oder was, und sind dann froh, wenn sie die Waren überhaupt noch irgendwie bekommen und sind dann bereit, den bisherigen oder sogar einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Und das verhindert die deflationäre Abwärtsspirale. Das heißt, durch den Lockdown sinkt zwar das BIP, aber die Deflation wird aufgehalten. Das heißt, ich kann die Preise halten oder steigen sogar. Und genau das lässt sich auch beobachten. Das heißt, als der Lockdown kam, stiegen die Preise wieder leicht an. Als dann der erste Lockdown im Juni 2020 aufgehoben wurde, ging die Volkswirtschaft sofort wieder in die Deflation und die Preise fielen. Und das war dann, und dann drohte das Ganze in die Deflation abzugleiten. Und das war dann auch der Grund, warum im Dezember letzten Jahres der zweite Lockdown kommen musste. Und ab da gingen die Preise auch sofort wieder hoch. Das heißt, der Preis. Engländer zum Beispiel, präzise, der Volksmund sagt, man kann ein Pferd zum Wasser tragen, man kann es nicht zum Saufen zwingen. Mhm. Das ist im übertragenen Sinne ja auch beim Konsum der Fall. Ja, das heißt, wenn ich jederzeit kaufen kann und die Preise fallen, dann warte ich. Wenn ich aber nicht jederzeit kaufen kann, wenn es schwierig ist, die Waren zu beschaffen, dann sehe ich zu, dass ich es überhaupt auch irgendwie kriege und bin dann auch bereit, den gleichen oder sogar einen höheren Preis zu bezahlen. Das ist das entscheidende Mechanismus. Und jetzt kommen wir zur Börse. Die Börse, oder sagen wir mal, bleiben wir erstmal beim DAX. Wobei man ja immer sagen kann, dass die großen Börsenindizes, ob das jetzt der Dow Jones ist oder der Nikkei oder der DAX, das ist global verzahnt, das reagiert parallel. Das heißt, fällt der DAX, fällt auch der Dow Jones. Da gibt es teilweise graduelle Unterschiede, wie schnell oder stark die jeweils fallen. Aber man kann sagen, wenn der DAX einen Crash macht, macht auch der Dow Jones einen Crash. Das heißt, das Ganze liegt global. Weil sozusagen dieses die liquiden Gelder, mit denen jetzt spekuliert wird an der Börse, die bewegen sich mit riesiger Geschwindigkeit über die ganze Erde, und sodass das immer parallel läuft. Wir können aber, das heißt, wenn wir jetzt vom DAX sprechen, dann muss man im Hinterkopf behalten, dass sämtliche anderen Börsen-ICs im Grunde immer parallel laufen. So, das heißt also,
Der DAX fiel also runter im März 2020, 39% in 4 Wochen. So, und als dann der Lockdown kam, hielt das sofort an und die Börse ging relativ steil wieder nach oben, wurde wieder hochspekuliert. Weil eben erstmal viele glaubten, wir haben jetzt sozusagen das Ende erreicht und der DAX reagiert auf zukünftige realwirtschaftliche Erwartungen. Das heißt, der DAX ist immer sozusagen eine Investition in die Zukunft, wenn ich Aktien kaufe. So, weil ich damit rechne, dass ich irgendwo einen Wert positiv entwickle, dass das steigt. Und deswegen kaufe ich das. So, und die haben jetzt alle Aktien gekauft in der Erwartung, dass dann, wenn der Lockdown aufgehoben wird, dass dann alle nichts anderes zu tun haben, als in die Läden zu rennen und dass die Wirtschaft dann richtig anzieht. So, aber das ist ausgeblieben. Das für einen Tag hat es stattgefunden. Ja, ja, gut. Und zwar, das kann man jetzt auch beobachten. Das heißt also, der DAX ist zuerst steil gestiegen und als dann der Lockdown aufgehoben wurde im Juni, klappte die Volkswirtschaft sofort in die Deflation und die Preise fielen wieder, weil nämlich aus Angst vor der Zukunft haben die Leute lieber ihr Geld behalten und haben auf fallende Preise gewartet. So, und das hat man dann auch am DAX gesehen, das heißt, der steilere Anstieg der DAX hörte sofort auf und der Anstieg verflachte sich, das heißt, der DAX lief parallel ab Juni und erlebte dann Ende Oktober sogar einen kleinen Zwischeneinbruch. Das heißt, der DAX drohte wieder abzustürzen und auch die Deflation verstärkte sich. Und das war dann der Grund für den zweiten Lockdown im Dezember. Und dann stiegen auch sofort der Konsumgüterpreisindex wieder an und auch der DAX ging wieder hoch und erlebte dann ab Mitte Januar 2021, also diesen Jahres, neue Allzeithochs. So, und dann hat man diesen Lockdown immer wieder weiter verlängert und versucht krampfhaft den aufrechtzuerhalten aus Angst, dass die Erwartungen an der Börse wieder enttäuscht werden, wenn der Lockdown aufgehoben wird. Das heißt, die Börsianer erwarten jetzt ja alle, wenn der Lockdown jetzt aufgehoben wird, dass wir einen richtigen Aufschwung kriegen, der kommt aber nicht. Weil im Grunde war die kapitalistische Marktwirtschaft schon im Februar 2020 am Ende. Und die sogenannte Corona-Pandemie, die man eben als Ausrede brauchte für den Lockdown, das heißt, der Lockdown ist das Entscheidende, der Lockdown hat im Grunde den endgültigen Absturz nochmal rausgezögert. Was damit aber auch bewirkt wurde, ist, dass dann der endgültige Börsencrash natürlich dadurch nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben wurde. Aber nicht nur auf... Entschuldigung, ja? Wenn ich dich unterbreche, aber wir haben auf der anderen Seite richtig schönes Kanonenfutter für die Börse bekommen. Mhm. Über 600.000 neue Aktienbesitzer, junge Leute, ja, ja, die in Aktien investieren, ja, leben also von der Hoffnung, dass die Börse wieder nach oben geht. Ja, ja, natürlich. Also bei mir kommen auch, ich sag mal, täglich ungefähr 10 Werbe-E-Mails an von irgendwelchen Fredis, die da Aktien verkaufen wollen, immer diese typischen Werbe-E-Mails, ne? Da gibt es immer plus 4000%, so diese üblichen unseriösen Meldungen da. Und es wurden also Millionen von, ich sag mal, Kleinsparern in den Aktienmarkt getrieben. Das heißt, die großen Investoren, die Börsenprofis, die sind längst ausgestiegen. Die sind ausgestiegen, ja. Das heißt also, die schon wissen, was passiert, die haben sozusagen den größten Bargeldbestand, weil die schon wissen, kracht die Börse runter, kommen wir in eine Deflation und dann bietet das Bargeld die größte Sicherheit. Wir kommen, diejenigen, die von Inflation fabulieren, das sind diejenigen, die Aktien oder Goldklötzchen verkaufen wollen. Das heißt, wenn ich nämlich eine Deflation ankündige, dann kauft keiner was. Wenn ich von Inflation rede, dann kaufen die Leute. So, das heißt also, und das ist im Grunde natürlich unseriös. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen durch Keynesianismus, haben wir im Grunde die deflationäre Abwärtsspirale seit 50 Jahren vor uns hergeschoben. Ja, stimmt. Und haben sie dann durch die sogenannte Corona... Ist das 60 Jahre schon? Ja, man kann sagen, vielleicht okay, so seit 1968 ungefähr, ja, vielleicht auch schon seit 67. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz thematisieren.
Und zwar eine Zinsgeldökonomie, eine kapitalistische Marktwirtschaft braucht den Krieg als Vater aller Dinge. Um wieder neu anzufangen. Ja, kann man sagen. Und zwar, es gibt ja immer so die naive Frage, wozu sind Kriege da? Es gibt ja dann immer so Leute, ja, es müssen ja nur alle Leute sich vertragen, Friede, Freude, Eierkuchen, und dann kann es doch keinen Krieg geben. Das ist natürlich sehr naiv und dumm. Das heißt, es will ja keiner den Krieg, aber man ist zum Krieg gezwungen, und zwar aufgrund des fehlerhaften Geldes. Und zwar, wie ich schon sagte, die Sachkapitalien vermehren sich, und dann brauche ich einen Krieg, um alles kaputt zu machen, damit das Geld wieder umläuft. Das ist der eigentliche Grund des Krieges. Also man kann das auf den Punkt bringen. Wozu sind Kriege da? Ganz einfach. Kriege dienen der umfassenden Sachkapitalzerstörung, um den Zinsfuß anzuheben und damit das Zinsgeld wieder in Bewegung zu bringen. Dazu sind Kriege da. Wobei, das muss man immer bedenken, die Politiker haben davon keine blasse Ahnung. Das heißt, die machen den Krieg, weil sie dazu getrieben werden, von der Masse sozusagen. Und dass der Krieg der umfassenden Sachkapitalzerstörung dient, damit der Zinsfuß steigt und das Geld wieder umläuft, das wissen die nicht. So, und jetzt haben wir eben folgende Situation. Seit dem Zweiten Weltkrieg, das war im Grunde der letzte große Krieg, der den Zweck als Vater aller Dinge noch erfüllte, und danach haben wir die atomare Abschreckung, die bis heute den Dritten Weltkrieg verhindert und die ihn zumindest als Vater aller weiteren Dinge unmöglich macht. Denn wenn wir da jetzt auf den Knopf drücken, haben wir die umfassende Sachkapitalzerstörung. Ja, dann haben wir zwar die umfassende Sachkapitalzerstörung sehr schnell erledigt, mit ungefähr 15.000 Atomsprengköpfen, aber mit der Welt danach können wir auch nichts mehr anfangen. Das heißt,